Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon's Profit. Wie versprochen, heute Freitag werde ich... Donnerstag, Entschuldigung, heute ist Donnerstag. Ja, Donnerstag. Ich meine, ich habe das jetzt, ich habe ja gesagt, ich nehme es direkt nach der anderen Folge auf, deswegen Donnerstag. Nicht Freitag, Donnerstag. Ja, ich kriege das doch hin. Ja, ich bin wieder dabei, weiter mit den Quests machen hier in dem Gebiet. Sind ja noch ein paar offen, ein paar habe ich schon abgeklappert, aber ich will noch ein paar weitere erfüllen, bevor ich jetzt hier wieder alles abgebe. Dann kann ich auf einen Schlag ganz viel XP einsacken und hoffe, dass ich dann ein paar Levelaufstiege kriege. Ich bin ja mittlerweile auf 86 und ich muss jetzt hier irgendwas einsammeln. Wenn ich zwischendurch huste, niese und das kündigt sich gerade schon an, der Nieser, tut es mir leid, weil ich bin ein bisschen noch kränklich. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr das. Und falls ihr euch gefragt habt, was das gerade für ein Drache war, den habe ich von Runebreaker geschenkt gekriegt, weil sie die letzte Folge nicht gesehen hat. Aber guckt euch die letzte Folge an, dann wisst ihr es ganz genau. Warum muss ich die jetzt hier durchsuchen? Warum macht das nicht mein Loot hier? Achso, die waren nur... Ah, okay. Hat sich erledigt. So, mal gucken. Was haben wir denn hier? Ja, erfüllt die Quest. Okay, da vorne ist jetzt auch noch ein gelber Punkt, den müssen wir jetzt auch noch looten. Man weiß zwar noch nicht, was das ist, aber scheint auch von Grab. Ah, da ist ein Skelett am Baum. Fliegen wir mal hier rüber. Schleichen uns quasi von der Seite an. Oh, da kommt ein Krieger. Schaffe ich beide? Ja, klar, schaffe ich beide. Natürlich! Und Angriff! Okay, scheint so, als kommt, krieg ich doch nur einen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Hätte ich jetzt nicht, oder? Ja, was habe ich vor heute? Ja, Questen. Ne? Klar. Und, jetzt habe ich wieder den Drachen. Ich wollte doch den anderen haben. Ich muss den anderen unbedingt als Kampfdrachen ausbilden, sonst, verklicke ich mich hier immer. Das ist ja unglaublich. Ja, heute vor, ein bisschen Scheiße labern, wie immer, kennt mich ja. Und natürlich, Questen. Ja, die Dungeons hier in der Gegend, die kennt ihr ja jetzt schon zu Genüge. Den Raid werde ich euch auch noch zeigen. Das habe ich auf jeden Fall vor. Dafür brauche ich aber leider hier und da mal ein paar Leute, die da mit mir durchziehen. Weil das schaffe ich nicht alleine. Da brauche ich echt schon eine größere Gruppe. Und ja. Ich hoffe, dass ich die mal zusammenkriege. Ich werde da einfach mal nachfragen. Ich denke mal, das kriegen wir alles hin. Werde ich mal am Wochenende so machen. Da habe ich ja ein bisschen mehr Zeit und. Obwohl, auch nicht. Nein, morgen ist Halloween. Genau, morgen ist Halloween. Und da könnt ihr euch auch freuen, weil ich habe nämlich einen schönen neuen Film gemacht. Also, was heißt Film? Einen kleinen Film. Einen kleinen Film als Special für... Special für Halloween. Also, was heißt... Es ist eigentlich ein Gruß. Ein Gruß, ein Dankeschön und... ja, halt so eine Kombination. Und ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben. Nicht viel Mühe, ein bisschen Mühe. Da haben wir das Video erstellt. Das ist jetzt eigentlich auch schon eine Woche her, dass wir das gemacht haben. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen gucken, wie man das macht und das alles immer unter einen Hut kriegen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr guckt es euch alle an. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es machen würdet und so. Da treffe ich den ja nicht richtig. So, jetzt habe ich noch ein Target. Und, ja, wie gesagt, guckt es euch an. Jetzt habe ich so oft gesagt, guckt es euch an. Jetzt hoffe ich auch, dass ihr euch das anguckt. Da vorne ist noch eine Quest. Ich glaube, da fliege ich mal rüber. Irgendwo da links. Fliegen wir mal hin. Gucken wir mal hier, gucken wir mal da. Da ist was. Okay. Ja, sauber. Ja, haben wir auch noch zwei Quests, die nehmen wir auch direkt mal an. So. Alter, jetzt habe ich da direkt noch mehr Quests zu machen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber egal. Hätte ich vielleicht zwei, drei Quests auf einen Schlag gemacht. Wie sehen die denn aus? Ganz komische Viecher. Aber ich finde das auf jeden Fall gut, dass es jetzt wieder besser läuft als wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich echt übelste Einbrüche von FPS. Fand ich ein bisschen krass. Ja. Weiß nicht, woran es lag oder
Also mein Rechner liegt definitiv nicht. Und wahrscheinlich war an dem Tag irgendwie mega viel los auf dem Server oder was. Auf jeden Fall hatte ich fast Standbild. Das, boah, da war ich so echt angefressen. Das war nicht, dann nicht so prickelnd. So, da vorne ist noch was. Upp. Da ist noch ein Event, das könnte man gleich vielleicht mal machen. Ist gar nicht mehr so verkehrt. Ah. Was bist du denn für eine? Guck mal hier. Schon wieder so ein komischer. Die sehen irgendwie total merkwürdig aus. Das erinnert mich aber an irgendein anderes Vieh. So an einem Spiel. Das erinnert mich an so ein Horrorspiel. Ich weiß jetzt nur nicht an welches. Aber könnte so ein Zombie. Diese. Ah, ich darf den Namen nicht nennen. Ich mache hier keine Werbung für andere Spiele. Ich bin ja hier bei Dragon's Prophet. Oder mach mal keine andere Werbung. Aber was heißt Werbung? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Hat ja nichts damit zu tun eigentlich. Aber okay. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wenn man sagt Zombies, da gibt es eigentlich nur ein Spiel, was da groß rausgekommen ist, mit Zombies. Und im ersten, da gibt es sogar Filme von, ne? Und da sieht das viel so aus wie eins von den Mutierten, die ja nachher so groß werden, wachsen. Oh, ich kann die einzeln pullen, das ist gut. Oh, das dürfte ich jetzt aus den Schuhe hauen. Gut, du da hinten, komm auch nochmal her. Damit die noch ein Hütchen zu rupfen. Oh oh. Ja, pull ich den da hinten? Nein. Gut. Oh, ja, meine Nase, ne, die bringt mich um. Nicht nur meine Nase, auch meine Halsschmerzen. Das ist zum Kotzen. Also wenn jemand ein gutes Hausarztrezept, ich meine, ich hoffe ja, dass es bis Donnerstag schon wieder weg ist. Aber falls ihr ein gutes Hausmannsrezept kennt gegen Halsschmerzen, weil, ja, oh Scheiß. Wenn es irgendwas gibt, was total eklig und widerlich ist, dann sind das Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Schnupfen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als diese beiden Sachen. Drei Sachen. Ja, okay, Zahnschmerz gibt es auch noch. Aber im Großen und Ganzen, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gepult, ich muss nochmal Drachen dazu. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Sachen, die man haben kann, ja. Also Schnupfen und Halsschmerzen, Kopfschmerzen, weil unter Migräne habe ich habe viel Migräne gehabt. In meiner Kindheit. Mittlerweile geht's eigentlich. Und nach einer kleinen Behandlung. Was heißt kleine Behandlung? Ich war eigentlich beim Hämopathen. Und da hat mir immer jemand gesagt, Hämopathen hier, hier Bio, ne? Und so. Fand ich schon ziemlich lustig. Und naja, so, steigen wir mal in den Sand. So. Haben wir auch mal hier so schicken. Aber der sieht auch nicht schlecht aus. Der gefällt mir auch ganz gut. Ist nice. Gefällt mir. Der Drache. Ja, wobei ich denke, dem Hausmannsrezept für. Friendly Fire. Punkt. Hausmannsrezept gegen Halsschmerzen. Das wär's. Irgendwas, das wirklich wirkt. Wahrscheinlich Milch und Honig und sowas gibt's ja auch. Ja, gibt's ja auch viel. Oh, kann ich direkt wieder abgeben. Ist ja geil. Das könnte immer so gehen. 3, 4 Quests, 5 davon kann ich noch nachträglich noch abgeben. Und ich glaube. Nee, doch nicht. Ich muss doch nicht niesen. Okay. Glück gehabt. So, jetzt gebe ich aber erstmal alle Quests ab, die ich jetzt gerade bekommen habe und hoffe auf einen Levelaufstieg. So. Vorne sind auch noch Quests, die kann ich abgeben. Da hinten, in der Ecke. Ach, Kerl. Es tut mir echt leid, Jungs. Ja, und Mädels. Falls Mädels zugucken. Weiß ich nicht. Ich habe ja nicht viele weibliche Zuschauer, weil bei YouTube ist ja so eine Statistik. Und die zeigt mir an, dass ich mindestens 4% weibliche Zuschauer hätte. Ja. 4% ist verdammt wenig. Also habe ich teilweise nur Kerle bei mir auf. In meiner Freundesliste beziehungsweise als Abonnenten. Ha. Ist natürlich ungewöhnlich, aber ich sag mal, ich denke mal nicht, dass. Ich weiß es nicht. Gucken mehr Frauen
Gucken mehr Männer YouTube oder Frauen? Was meint ihr? Gibt bestimmt irgendwo eine Statistik, die das zeigt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass mehr Männer YouTube gucken als Frauen. Gehe ich mal stark von aus. Jedenfalls kann ich mir das sehr gut vorstellen. Was soll da gerade interagieren? Ich packe mal den Drachen weg. Okay, doch nicht. Meine Güte. Schnuppen. Ich hasse Schnuppen. So, da vorne. Hier sind auch noch Quests, die kann ich abgeben. Ja, auf jeden Fall schon mal ein gutes Level, halbes Level wieder gut gemacht. Das sieht schon mal richtig cool aus. Das hört sich auf jeden Fall gut an. So. Oh, hier sind drei Quests. Okay, das ist gut. So, nehmen wir das da ab. Das da auch. Ja, da haben wir ein paar nette Quests gewesen. Ach, da ist noch eine Quest, die man abgeben kann. Okay, dann fliege ich noch weiter zurück. Gibt's ja gar nicht. Warum wo komme ich die ganze Quest auf einmal her hier? Gibt's ja gar nicht. Da. Da kann ich es abgeben. Da hat's geruckelt. Was war das? Gibt's ja nicht. Da beim Ruckeln hätten wir hinter uns. Ne. Willst du die Quest nicht haben? Okay, ich steig schon ab. So. Aber ich muss mir gleich erstmal nach dem Let's Play, muss ich mir erstmal wieder die Nase putzen. Das ist ja schlimm, ey. Da unten muss ich gleich auch noch Quests machen, sehe ich gerade. Unten vor dem Raid, da sind auch noch ein paar. Aber das machen wir gleich. Machen wir später. So. Wo seid ihr? Ach, da. Was ist denn das? Sind das irgendwelche Eier oder was? Wo kommst du denn her? Ich habe mich aber nicht gewollt hier. Ja, gibt's erstmal richtig volle Salben ab hier. Ja doch, das sind Eier. Die muss ich doch kaputt machen, oder? Nicht die kaputt machen? Ich weiß es gar nicht. Da ist was Rotes. Ach, die Würmer muss ich kaputt machen. Sagt das doch. Oder habe ich wieder irgendeinen Gegenstand bekommen, mit dem ich die verzaubern muss, oder was? Da steht nämlich irgendwie nichts. Was haben wir hier denn? Aha. Stoff, Handschuhe. Mhm. Stoffkopf. Also irgendwie habe ich hier voll das Equipment gefunden. Was haben wir hier? Hose? Stoffhose? Ja, gut. Sachen sind jetzt nicht besonders dolle. Haben wir hier noch? Mhm. Ja, aber es sieht nicht so aus, als hätte ich irgendwas bekommen, mit dem ich die Würmer irgendwie verzaubern soll. Was haben wir da denn? Talisman. Hm. Oder habe ich das jetzt einfach nur falsch gesehen gerade? Naja, egal. Gucken wir erstmal. Machen wir weiter. Das ist ein Wurm. Ah, ne, doch nicht. Da steht's was. Ja. Ich hab's gesehen. Ich muss Fleisch sammeln. So, drei Fleisch habe ich schon. Gut. Habe ich gerade nicht gesehen. War mir nicht so ganz offensichtlich, sagen wir es mal so. So. Was bist du für ein. Nee. Ja, machen wir vorne weiter, da sind auch noch ein paar Würmer. Na! Überrascht mich doch nicht so. Sauber. Ach, das war's schon. Was? Wo kommst du denn her? Wer bist du? Was willst du? Hab ich dich gerufen? Ich denke nicht. Ui, das ist aber. Oh, ich flieg mal weg. Ach, jetzt sind die Viecher hier überall. Gut, ich könnte. Achso, das ist hier unten der. Ja, komm.
Wenn wir gerade da sind, wa? Machen wir das Event mit. Gibt ja gut ordentlich XP. Denke ich. Hoffe ich zumindest. Und die gehen ja relativ schnell kaputt, also. Ich rufe mal vorher selber meinen Drachen. Dann können wir den noch ein bisschen einheizen hier. Ja. Da habe ich schon ein paar weggekloppt. Geht ja relativ schnell hoch hier. Events muss man ja immer machen. Events sind immer gut. Aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich gleich. Eigentlich müsste ich die Quest jetzt erstmal abgeben, weil danach kommt bestimmt die Quest. Ich muss hier das Event machen. Könnte ich wetten? Könnte ich verwetten? Ohne Witz. Oh. Ah. Sieht so aus, als hätte ich hier schon. Ach ne, ich hab die Quest schon für den. Haha. Okay. Soll ich ihn angreifen? Ich greife ihn an. Na, dann wollen wir mal. Mal gucken, ob ich den packe. Was? Das war's? Hier ja, aber schnell. Ist das da irgendwo ein roter Punkt? Nö. Ach, das war's schon? Tatsache, 40.000 habe ich bekommen. Was? Was greifst du mich einfach an? Hm? Habe ich das erlaubt? Unmöglich. Na, jetzt gehen wir mal wieder auf den schönen Drachen hier. Jawohl. Ah, fliegen wir mal rüber. Da hinten sind ja noch die anderen Quests, die ich machen muss. Dum, 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 dum. Vielleicht komme ich ja heute auf die 87. Obwohl, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, erst in der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich auf die 87 kommen. Gehe ich mal stark von aus. Und jetzt muss ich die Viecher hier töten. Okay. Die sehen mir immer so böse aus, wenn die so Stacheln haben oder auf vier Beinen laufen. Ne? Okay, läuft fast alles auf vier Beinen. Wäre schlimm, wenn nicht. Mit Drachen und so, ne? Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich in der Folge jetzt 87 erreiche oder den nächsten. Es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass ich mal hier das Endlevel mal ein bisschen näher komme. Ja, also mittlerweile ist es ja schon bei 102. Ja. Und ich gammel hier unten immer noch auf 86 rum. Die Gilde, die muss immer warten auf mich. Und ich könnte rein theoretisch eigentlich richtig hammergeile Videos rausbringen, wenn ich immer endlich hinkriegen würde, mich hochzuleveln. Aber da ich das ja immer mit Let's Plays mache und so, dauert das ja dementsprechend immer länger. Aber dafür habt ihr euren Spaß. Diese Würmer regen mich auf. Da ist noch so ein komischer Hund. Machen wir nochmal eben weg hier. So, da vorne ist auch noch einer. Packen wir uns auch direkt mal. Fühle mich verfolgt. Okay. Wenn sonst nichts ist. Oh, wo muss ich jetzt hin? Da vorne. Okay. So, da hoch muss ich. Jawohl. Und darüber. Ach nee, jetzt muss ich ja wieder runter. Hätte ich außen rumfliegen können, Mann. Ja, unglaublich. Mach ich mir vor den Akt, damit ich hier hochkomme und dann passiert nichts. Wahnsinn. Ah, dann klappen wir die mal weg hier. Ich hoffe, das geht jetzt auch so einfach. Bin jetzt einfach hier reingesprungen. Vielleicht sind das irgendwelche Elite-Mobs, weiß man ja nicht. Warte mal, Piccolo, erst schlagen, dann fragen. Das ist immer. Ja, meine Güte. Also wenn man mich fragt, soll ich das nächste Mal, es läuft. Wenn man mich fragt, und wie jetzt hier, sag ich, läuft. Nase und so. Naja. Egal.
Na komm schon. Na! Geh drauf, jawohl. Na toll. Jetzt greife ich den auch noch an. Jetzt greift das andere Vieh mich noch an. Drache, danke. Ah, das war doch mal ein richtig gelungenes Ausweichmanöver, ha? So, beide tot. Drache zurück. Andere Drache drauf. Und weiter geht's. Das war's eigentlich schon hier. Okay. Dann gehen wir mal die Quest wieder ab. Mit Zeit. Mit Zeit. Kommt Zeit, kommt Rat. Da vorne sind die zwei. Kann man direkt wieder abgeben hier. Ich kann auch mal gleich gucken, ob ich irgendeinen von den Dailies abgeben kann. Ich habe da also bestimmt ziemlich viel Zeugs gesammelt. Ne. Ja. Egal. Okay. So. Guck mal. Jawohl, hier, Schattenplan. Sauber. Noch eine? Noch eine? Boah, geil. Ah, schade. Drachen-Insignien erhalten. Ja, weiß ich doch. Kenne ich. Müsste mich nicht sagen. Kennt Drachen-Insignien. Na, jetzt kann ich da noch eine Quest abgeben. Also, wie gesagt, es tut mir voll leid mit meiner Nase, aber ich wollte unbedingt Let's Plays immer wieder machen. Hatte ja so lange von Dragon's Prophet keine mehr. Und es war einfach Zeit. So, jetzt habe ich die gelbe Vorräte. Da hinten habe ich noch eine Quest. Hier habe ich noch einen toter Speer. Auch noch eine Quest. Dann war es das schon wieder, ne? Ach ne, hier unten habe ich noch welche. Okay, habe nichts gesagt. Gut. Toten Speer mache ich später. Ich gucke jetzt erstmal nach den Vorräten. Mal gerne wissen, was das ist. Sieht eher aus wie so eine Hauptquest. Aber wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, sehe ich gerade. Und ich sehe die Vorräte. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und sag mal, haut rein, auch wenn ich zu viel Scheiße wieder heute gelabert habe. War viel dabei, ich weiß das. Aber ich danke euch trotzdem. Haut rein, ciao.